In dieser Ausgabe möchte ich sehr gerne euch und Ihnen erklären, warum die Überschrift DAX-Kursziel 19.000 alles andere als ein Clickbait ist und warum es eine größere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, aus meiner Sicht, dass der DAX langfristig in diese Zone laufen wird. Das heißt, in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit mittel- und längerfristigen Prognosen, was den DAX-Verlauf angeht. Gleichzeitig möchte ich bitte darauf hinweisen, ich habe seinerzeit, als der DAX hier am Ende des Corona-Crashs um die 8000er-Marke notierte, auch öffentlich gesagt, dass ich diese Zone und später den Pullback an die 10.000 nutzen werde, um langfristige Aktienpositionen aufzubauen. Damals wurde ich dafür belächelt. Ja, es war mutig und doch habe ich das auch sowohl fundamental als auch technisch begründet, warum wir das tun. Und deswegen muss man sich bitte darüber im Klaren sein. Jemand, der hier und hier Aktien gekauft hat, noch in dieser Phase immer wieder langfristige Investitionen getätigt hat, der wünscht sich das vielleicht einfach nur. Also der hat so viele Aktien, der kann einfach nur noch den DAX auf der Long-Seite sehen. Und das ist etwas, was Sie sich bitte klar machen müssen, dass ich einen hohen Exposure habe, was den Aktienmarkt angeht. Erstens. Zweitens. Wir hatten kurzfristig zuletzt miteinander darüber gesprochen, bitte achtet darauf, es kann eine Dollarstärke in den Markt kommen, gerade wenn Euro-Dollar unter die 1,17 fallen sollte. Und wir haben das gesehen und entsprechend dann auch der Ausverkauf. Wir hatten beim DAX selber für unsere Klienten im Morgenbriefing eine Long-Position aufgebaut gehabt, hier mit diesem Ausbruch, und hatten die Hälfte hier mit dem engen Stop versehen und die zweite Hälfte, als der Markt dann wieder nicht die 13.100 halten konnte und wieder nicht über diese 13.3 drüber gekommen ist, haben wir einen Stop angepasst und sind mit der zweiten Hälfte rausgeflogen. Der Rest ist Geschichte. Und falls jemand sagt, ja, aber warum habt ihr dann den DAX nicht auf der Short-Seite gehandelt, wenn ihr den Dollarstärke gesehen habt? Weil wir gesagt haben, dass wenn der Dollar stark wird, dass wir dann eher einen größeren Exposure bei Silber sehen werden. Man muss sagen, das gehörte dem Markt. Wir haben hier unser Stop enger gemacht und haben einen richtig schönen Trade auf der Short-Seite mitgenommen. Für alle, die mit der hohen Volatilität des Marktes im Moment Schwierigkeiten haben und sagen, ich verstehe die Zusammenhänge nicht, ich hätte gern jemanden, der nicht nur für mich den Markt analysiert, sondern auch die wichtigsten News zusammenfasst und on top auch noch ganz klar und transparent mir seine Trades zeigt, Einstieg, Ausstieg, Stop-Loss, und wenn ich jetzt nicht mich gleich für ein Jahr oder ein halbes Jahr verpflichten muss, sondern einfach ausprobieren, wie es ist, ich empfehle Ihnen unser Morgenbriefing. Wir sind jeden Tag um 8 für Sie da, an mindestens 4 von 5 Werktagen und auch regelmäßig nachmittags. Und wir haben im Moment einen Preisnachlass von 30%, nur noch bis Sonntag, können Sie sich sehr gerne anschauen. Und in dieser Ausgabe schauen wir aber mittel- und langfristig auf den DAX. Folgendes: Wenn wir mittel- und langfristig auf den DAX schauen wollen, ist es auch sehr wichtig, dass wir uns den Markt initial über den Monatschart auch anschauen, also richtig langfristig. Und jetzt sieht man Folgendes: Man sieht, dass der DAX in den 90er Jahren einen deutlichen Anstieg gesehen hat. Und dann hat der DAX eine fast 10-jährige Seitwärtsphase hingelegt, wobei diese Seitwärtsphase geprägt war von immer wieder Scheitern an der 8000 und gleichzeitig immer wieder höheren Tiefs. Also wir haben ja das Tief bei 2000, dann machen wir das Tief bei 4000, dann machen wir nochmal das Tief bei 5000, bis es dann mit dem QE3-Programm, als seinerzeit Herr Bernanke gesagt hat, also wir werden dafür sorgen, dass Aktien steigen, das waren seine Worte, ist dann der DAX hier durch diese Widerstandszone drüber gegangen, inklusive der Automobilrallye. Das heißt, das, was jahrelang Widerstand war, ist eine wichtige technische Unterstützungsmarke. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, das kann nicht dein Ernst sein, mit ein Grund, warum ich diese Zone langfristig gekauft habe, ist, wir hatten hier eine steigende, begrenzende Linie, Widerstand wurde zur Unterstützung, war potenzielle Unterstützung. Nicht nur das, sondern die 8000 hatte außer dieser psychologischen Marke noch etwas anderes. Wir hatten hier die 200-Monats-Linie. Kampf wird erobert. Wir waren in der Nähe und deswegen habe ich gesagt, in Ordnung, das ist für mich eine Zone, die ich gerne zum Kauf nutzen möchte. So, jetzt muss man aber Folgendes sagen. Wenn wir uns jetzt den Abstand zur 200-Monats-Linie anschauen, wir haben hier in der Spitze
Umsätze einen Abstand gehabt von 38%. Also wenn ich jetzt hier zurückgehe, im Jahr 2000 hatten wir einen Abstand von 71% oder im Jahr 2008 hatten wir immer noch einen Abstand von 50%. Das heißt, diejenigen, die sagen, der Markt ist ja total überkauft, das ist nicht unbedingt der Fall. Wir hatten durchaus höhere Abstände zur 200-Monatslinie. Trotzdem ist es so, dass man sagen muss, wir haben einen durchaus respektablen und größeren Abstand zu dieser Widerstandszone. Erstens. Zweitens. Bleibt also die Aussage, 10.000 ist eine richtig starke Unterstützung, ich würde sagen, 8.000 ist eine richtig starke Unterstützungszone. So, wenn wir uns jetzt hier mit dieser Widerstandszone beschäftigen, da fällt mir Folgendes auf. Wir haben hier einen Top, wir haben hier einen Zwischentief, dann haben wir noch einen Top. Das ist ein Doppeltop. Und eigentlich ist es so, wenn ein Doppeltop bärisch aufgelöst wird, dann ist das, was der Markt von hier bis hier macht, das sind 3.000 Punkte, das kann er rechnerisch nach unten machen. Und wenn wir genau die 3.300 nehmen würden, dann wäre ja das rechnerische Ziel 6.900 gewesen. Die Tatsache, dass der Markt das Ziel des Doppeltops nicht abarbeitet, sondern gleich im nächsten Monat, sobald er hier drunter gefallen ist, mit einem langen Schatten ein Rebreak schafft, wieder in diese Range zurück, spricht aus meiner Sicht dann noch mehr für die Bullen. Wir werden gleich auf den Monatschart nochmal zu sprechen kommen und wie ich zu einem Kursziel von 19.000 Euro komme. Gleichzeitig ist mir eines wichtig, denn eine der am häufigsten gestellten Fragen in den letzten Wochen waren: Hamed, wie kannst du nur so bullish sein, wenn du selber diese ganzen offenen Lücken beim DAX einträgst? Die müssen doch alle geschlossen werden. Und solange noch so viele offene Lücken da sind, wird der DAX auch noch eine bärische Bewegung machen können. Um diese Frage einmal in aller Ruhe zu beantworten, nehmen wir einfach mal zum Beispiel den DAX in der Zeit um die 90er Jahre. So, als wir ein Tief gesehen haben um die 1500. Da sieht man zum Beispiel, wir haben noch eine offene Lücke bei 1500 Punkten oder wir haben hier noch eine offene Lücke bei 1400 Punkten. Also wenn wir davon ausgehen, dass der DAX alle seine Lücken noch zumachen muss, dann hat er auch das theoretische Ziel, in Richtung 1400 zu laufen. Es gibt Untersuchungen, wonach in der Regel 70% der offenen Lücken bei den Indizes nicht geschlossen werden. Der Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones, der DAX, die haben mehrere hundert bis mehrere tausend noch offene Lücken, die noch nicht geschlossen worden sind. Und deswegen, es ist ein Trugschluss zu glauben, weil es hier eine offene Lücke gibt, muss der Markt auch noch diese offenen Lücken schließen? Ja, bei Devisen ist es so, dass der Markt gerne diese offenen Lücken schließt. Das ist aber auch ein extrem effizienter Markt. Wenn wir einen Index haben wie der DAX, der nur aus 30 Werten besteht, der macht typischerweise ganz viele Lücken. Je mehr Werte da drin sind, je mehr Volumen da drin ist, desto geringer ist dann die Anzahl der offenen Lücken. Und doch ist es nicht so, dass offene Lücken alle erst geschlossen werden müssen, bevor dann eine Rallye stattfinden kann. Weiterhin ist es auch wichtig, dass wir einmal auf den Wochenchart schauen. Ja, wir haben allzeithoch horizontale Widerstandsmarke um die 14.000, 13.600, deutlich gescheitert, zurückgekommen, leicht das höhere Hoch gemacht, bei 13.800 noch deutlicher gescheitert. Das heißt, zweifelsohne sehen wir hier eine horizontale Widerstandszone im Bereich von 13.700, 13.800. Falls der Markt diese Widerstandszone rausnehmen sollte, ist es nicht unbedingt so, dass der Markt dann sofort dahin laufen muss, weil wir hier Unterstützung haben. Wir haben hier Unterstützung. Das war nochmal Unterstützung, dann war das hier fast Unterstützung, dann war es nochmal Unterstützung, dann haben wir in dieser Corona-Panik das einmal bärisch aufgelöst, damit gekämpft und das wieder zurückerobert. Deswegen wäre aus meiner Sicht eine ultimative, extrem starke Unterstützung bei 11.000. Wir sprechen gleich darüber, ob die 11.000 wahrscheinlich ist oder nicht. Und man sieht auch, dass wir sie hier einmal, zweimal und dreimal als Widerstand verwendet haben.
Das heißt, falls der Markt eine Allzeit hochmacht, dann ist der erste Widerstand schon im Bereich von 15.000 Punkten. Das muss man sich bitte klar machen. Es ist trotzdem so, dass ein Markt, der einen Kanal bärisch auflöst und wieder reinkommt, auch das Potenzial hat, das dann eher nochmal auf der bullischen Seite bullisch aufzulösen. Und wenn wir uns die US-amerikanischen Indizes anschauen, die haben alle Trendkanäle gehabt und diese Trendkanäle sind bereits vor etwa 4 Jahren mit der Wahl von Herrn Trump bullisch aufgelöst worden und der Markt hat diese Rallye gemacht. Das heißt, ja, dieser Kanal bietet eine potenzielle Widerstandszone und nein, das bedeutet nicht, dass der Markt auf gar keinen Fall jetzt diesen Kanal bullisch auflösen kann, sondern es ist nur eine erste potenzielle Widerstandszone, falls wir über das Allzeithoch drüber gehen sollten. Bevor wir jetzt nochmal über das Allzeithoch sprechen, ich würde gerne nochmal eine Sache im Tageschart zeigen. Und zwar von dieser letzten aufwärtsgerichteten Welle, wenn wir davon ausgehen, da haben wir hier immer noch einen aufwärtsgerichteten Trendkanal. So, wenn ich das jetzt hier so auf Schlusskursbasis zeichne, dann haben wir das hier gerade angeditscht und das bärisch aufgelöst. Wenn man das aber etwas weniger steil zeichnet, das heißt, wenn wir diese Linie von unten holen, dann haben wir trotzdem immer noch, wenn auch nicht ganz so sauber, nach wie vor Unterstützung und, oh, jetzt habe ich den falschen Kanal bärisch aufgelöst und mich gefreut, dass das so gut funktioniert. Also, Verzeihung. So, da sieht es in diesem Falle etwas anders aus. Und zwar konstruiert, ja, trotzdem. Ein Auflagepunkt, noch ein Auflagepunkt, fast ein Auflagepunkt. Wir sind in der Nähe des Auflagepunktes und wir haben da oben diese Widerstände. Das heißt, wir sind hier im Bereich einer potenziellen Unterstützung. Wir haben die 200-Tage-Linie und wenn man sich die 200-Tage-Linie anguckt, wenn der Markt bullisch bleiben will, hält, fällt durch, kämpft, erobert es. Das heißt, 12.200 merken wir uns, entweder Kanal oder 12.200. 200-Tage-Linie und nicht nur das, in der Woche ist es auch noch in der Nähe 12.420 Wochenlinie, 200 Wochenlinie, 12.200. Und die 200 Wochenlinie, tatsächlich eine Marke, die seit 2012 funktioniert. Einmal bärisch aufgelöst, erobert. Ebenfalls eine potenzielle Unterstützung. Das heißt, erste starke Unterstützung ist im Bereich von 12.200 aus mittelfristiger Sicht. Die nächste, falls er das anlaufen will, ist im Bereich von 11.000. Haben wir immer noch nicht miteinander geklärt, wie kommen wir zu dieser Kurszielzone. Wenn wir uns noch einmal den Monatschart anschauen, wenn wir noch einmal zum Ausgang dieser Ausgabe zurückkommen, dann haben wir Folgendes. Wir haben hier eine steigende Range gehabt. Das ist jetzt bullisch aufgelöst worden. Der Markt macht gerade Folgendes. Der Beat bildet hier gerade oben drüber. Wenn ich hier mit diesem Schatten komme, ebenfalls eine Art Seitwärtsrange und konsolidiere diesen Anstieg seitwärts, so zwischen Unterrand in etwa 9.000, Oberrand in etwa 13.500. Wenn wir das jetzt ganz streng nehmen würden und sagen würden, okay, wir machen das jetzt von Schlusskursbasis auf Schlusskursbasis, dann sind das in etwa 3.800 Punkte. Eine Range, wenn sie mal bullisch aufgelöst wird, das heißt, dass man diese Range oben drauf setzt, ist die konservativste Art eigentlich, einen Kursziel zu bestimmen. Und wenn wir tatsächlich diese gesamte Range nehmen, und ich lasse jetzt bewusst diesen zusätzlichen Spike raus, von hier unten bis hier oben hin, dann bekommen wir ein rechnerisches Ziel von 19.000. Es ist einfach nur diese Seitwärtsrange drauf kopiert. Wenn wir sagen, naja, wir können das hier nicht so richtig zählen lassen, wir haben ja eher eine, das ist ja die echte Range gewesen und das, was dann on top dazu gekommen ist, das war ja eher dann unechte Volatilität hier unten hin, sondern das ist unsere Range, in der wir uns aufhalten. Wenn wir das jetzt nach oben kopieren würden, dann bekommen wir in Anführungszeichen nur ein Kursziel von 17.000 Punkten. Das, was aber offensichtlich ist, der Markt steigt, der Markt läuft 10 Jahre seitwärts, schafft es, das bullisch aufzulösen. Der Markt steigt zwischen 2014 und 2017 und läuft seitdem seitwärts. Und wenn wir diesen Anstieg zu Buche legen würden,
und sagen wir, dass das, was er hier gemacht hat, und wir wollen zum Beispiel nur von hier aus gesehen das 161er Retracement Marke sehen, von diesem Anstieg und hier ist die Konsolidierung, dann ist wiederum das Ziel ebenfalls 17.000 Punkte. Ich persönlich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Markt entweder mit dem Test der 12.000 oder 11.000 wieder hier hinläuft, wieder diese Seitwärtszone hegt und pflegt und mit dem Bruch dieser Widerstandszone erstes Ziel 15.000, nächstes Ziel 17.000, später 19.000. Wo ist die Schwäche dieser Analyse? Je länger eine Prognose ist, desto anfälliger ist sie. In dem Falle, in dem zum Beispiel unvorhergesehene Dinge passieren sollten, damit meine ich jetzt nicht, dass der Euro crasht. Das ist ja etwas, worüber alle sprechen und sagen, der Euro crasht. Darauf warten wir im Grunde genommen schon seit 2002, dass der Euro endlich mal crasht. Crasht dann noch nicht so richtig, in dem Sinne, dass es dann sich in sich selbst auflöst. Aber wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel zeitnah eine zusätzliche Pandemie kommt oder etwas, was ich gar nicht in den Mund nehmen möchte, dass ein Handelskrieg zu einem echten Krieg wird, diese Dinge können natürlich diese Analyse und Prognose kaputt machen, rein technisch, größere Wahrscheinlichkeit. Längerfristiges Ziel beim DAX 19.000 Punkte. Erstens. Zweitens, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, unseren Kanal zu abonnieren. Und last but not least, denkt dran, unser Morgenbriefing. Wenn ihr sagt, ihr möchtet klare Analysen, Bewertung der News plus transparentes Live-Trading für Berufstätigen. Morgens gebe ich meine Order ein, nachmittags ziehe ich einen Stop-Loss nach. Das ist das, was wir machen. Sind Sie herzlich eingeladen. Unser Produkt ist ein Abo-Produkt, nur 4 Wochen Laufzeit. Das heißt, wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie sehr gerne und jederzeit nach 4 Wochen dann unter Einhaltung der Kündigungsfrist das Produkt kündigen. Freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin.